Willkommen zurück. Resident Evil 7 wird gezockt. Und wir folgen jetzt Mia. Wo ist sie denn hin? Ach da. Okay, den Zettel haben wir uns beim letzten Mal angeguckt. Wohin führst du mich? Ansonsten sind hier noch ein paar Fotos und so, das interessiert uns alles nicht weiter. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ja, 3 Jahre, ne? Schon eine lange Zeit. Wir hinterfragen das jetzt hier an dieser Stelle einfach mal alles nicht. Weil in einem Horrorfilm/Spiel ist es ja meistens so, dass viele Sachen ein bisschen. Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ein bisschen ungewöhnlich sind, beziehungsweise passend gemacht werden. Denn für 3 Jahre. Sieht sie noch verdammt gut aus dafür, dass das komplette Haus so schäbig aussieht, sag ich mal. Oder sowas hier. Boah. Das erinnert schon fast mehr an Silent Hill hier, sowas. Gut. Also ich gucke mir jetzt auch nicht jedes Regal hier an, weil ich einfach auch... Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Weil ich einfach auch so krass bin, dass ich weiß, dass hier überall nichts liegt. Und wenn, würde ich es sowieso nicht finden, wie in der letzten Folge in den Dietrich. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Ja, das ist auch alles komisch so, weißt du, sie ist da hinten in der Zelle und hier wird Essen durchgereicht. Hier kommt man kaum durch, so. Ich glaube nicht, dass der Vater bzw. der Opa oder was er da auch immer ist. Ne, der Daddy. Der Daddy. Dass der hier durchgekommen wäre. Ey, man sieht nix. Das wird sich auf YouTube wieder richtig gut zeigen, alles. Dort ist es. Das wird wieder richtig gut aussehen. Aber die Wände und so, das ist schon ganz geil gemacht, wenn du einfach so hier lang gehst. Coole Holztür. Ich kenne einfach eine Lampe, die lassen auch einfach überall Strom laufen, ne? Ich bin mir sicher. Da hinten Püppchen. Und hier vorne auch eins. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. So, das könnte man jetzt hier schon so langsam so ein bisschen sein. So ein Flashback kriegen aus der Demo, wenn du nämlich hier von hier kommst normalerweise. Den hast du nachher in der letzten oder in den letzten Parts, im letzten Upgrade der Demo. Hast du denn nachher diesen Kellerbereich? Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Da sagen wir ihr schon, sie soll hier bleiben, weißt? Na, fuck. Jetzt hab ich genau falsch rumgedreht. Mann, das ist aber auch nicht einfach mit so einem Trigger hier. So, eine Oma. Ist schon ein leichter Spoiler. So, hier geht man denn so längs in der Demo und dann weiß ich gar nicht, ob es da auch schon 2 Puppen waren oder ob da nur eine war oder so. Es ist aber nur Ablenkung. Das eine war, glaube ich, eben Mia und das andere ist halt sie. Und plötzlich ist Mia weg. Und hier kann man auch lang gehen. Denn erscheint hier nachher so ein komisches Glibberviech oder so in der Demo und das musst du dann halt bekämpfen. So, sie ist natürlich jetzt plötzlich weg und die Tür ist wieder da, die sie eben gesucht hat. Und dann geht's halt wieder hoch, ne? Also die Tür war nie weg. Und ich glaube, hier gab's in der Demo lag hier auch noch einen Dietrich irgendwie rum. Auch geil, ne? Die Tür geht hier von alleine auf. Nichts Spannendes, ein Telefon, das funktioniert noch nicht, deshalb lassen wir es einfach auch erstmal liegen. Karte brauchen wir immer. Karte ist ja sowieso immer ganz geil, das mochte ich bei Silent Hill auch, wenn das so eingezeichnet wird, welche Türen offen sind, wo du lang kannst und wo du eben nicht lang kannst. Gut, das brauchen wir alles. Das sollten wir uns definitiv catchen.
Nichts weiter Spannendes? Doch hier. Das Offensichtlichste übersehe ich natürlich. Hier kommen wir noch nicht lang, aber jetzt auch direkt markiert, dass die Tür zu ist. Hier braucht man sich nicht ärgern, dass man hier nicht langkommt, da kommt man noch lang. Auf die eine oder andere Art. Steht hier oben nicht auch irgendwas? In der Demo haben sie nachher alles zugeballert mit Sachen. Ja, ja, ich komm doch. Jetzt fragt man sich natürlich, wie hat sie das gemacht, ne? Und The Ring-mäßig kommt sie da angekrabbelt. Alter, meine Nachbarn sind gerade mega laut. Ich denke mal, das wird man nicht hören. Wenn denn doch, werde ich es wahrscheinlich rauskappen. Ja, so. Lass mich. Aua. Komm schon, weg mit dir. Au. Oh Mann. Das ist ja nicht mal ein Ehekraft. Aua. Ja, geh weg. Ein Abflug von mir. Oh Gott, die ist irre geworden. Da muss ich kurz lachen, weil ich habe gestern einen Film gesehen. American Assassin. Und da haben die auch so Kampftraining gemacht mit Messer. Und da hat der eine ins Messer gegriffen und der andere fragte sich, wer greift denn ins Messer? Ja. Gibt's öfter. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Das hört sich ein bisschen falsch an. Ich war böse, ich verdiene das. So, sie ist offensichtlich dann doch umgewandelt. Wir hatten ja auf dem Zettel, ihr fällt noch leer. Erstmal heilen. Gut, dass wir die Sachen eingesammelt haben. Also ihr Feld war ja noch leer und Clancys Feld war ja noch mit dem Elf. Clancy werden wir später noch kennen. Oh Gott. Lass mich, lass du mich. Oh, oh. Die scheint nicht so gut drauf zu sein. 3 Jahre verändern einen Menschen doch. Ah, hier ist sie. Deshalb habe ich vielleicht den Dieb nicht gefunden. Aua. So, wo ist sie denn jetzt? Da. Komm schon, hau du auch nochmal zu. Scheiße, wo ist sie? Da. Komm, komm. Setze sie weg. In die Fresse. Und nochmal in die Fresse. Und zack. Knockout. Das tut einem ja schon so ein bisschen leid, ne? So, du kommst da extra an, um sie zu holen und findest sie denn tatsächlich wieder? Ja, gut. So, wir sind jetzt doch in diesem Raum gelandet. Trotzdem gibt's hier leider nicht wirklich was Spezielles, aber mit Büchern haben sie auch wieder alles zugepackt hier. Die ersten Teile lassen grüßen. Und da ist der Anruf. Wir gehen einfach mal ran. Du wirst nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Ja, können wir direkt machen. Wir haben sowieso gerade nichts zu tun. Und natürlich ist sie jetzt weg. Es muss ja auch irgendwie weitergehen, ne? Also durch den Raum wären wir ja nicht weitergekommen. Und wie wir vorhin mitgekriegt haben, ist die andere Tür ja eigentlich zu. Aber jetzt ist sie natürlich plötzlich offen, weil sie hier lang geschlürft ist. Gut, man weiß natürlich jetzt sofort, wie es weitergeht. Na gut, weiß man eigentlich vielleicht sogar doch nicht. Man könnte jetzt auf dem Schlauch stehen, aber einen Plan habe ich schon, was man machen könnte. Und das hat sich ja jetzt natürlich auch erübrigt. Jetzt hat man ja die Axt, hätte ich jetzt fast gesagt, das Beil gekriegt. Und wir knacken die Kette jetzt einfach mal. Und da ist die Sicherung. Yay!
Wow. Das habe ich sogar vergessen, dass sie da nochmal lang geht. Ich laufe hier extrem krass auf sie zu, weil ich ein bisschen Hartgas geben will. Und auf einmal wackelt sie da lang. Ach, scheiße. Ich bin auch ein Klopp so. Sie hat mich total rausgebracht. Das war dieser kleine Schocker. Hat mich instant rausgebracht. Nein. Oh. Das bin ich total. Weißt du, jetzt will man nochmal ein bisschen Gummi geben und... Auf einmal verkackt man natürlich alles. Spannende Sachen sind jetzt hier nicht mehr, bis auf, dass sie auf einmal da ist. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das hätte ich auch fast wieder vergessen, aber der Schocker war leider nicht so krass wie der davor. Okay, sie hat wieder schlechte Laune. Au. Sehr schlechte Laune offensichtlich. Die Animation macht er von sich aus, dass er wieder loslässt. Also er kriegt irgendwie... Das hat nicht raus, das Ding. Und natürlich gerade in dem Moment, wenn man es braucht, ne? Alter, erstmal Hand absägen. Wäre ja nicht so mein Fall. So, lässt grüßen. Da war es allerdings ein Fuß. So. Und ihre Intention versteht man jetzt natürlich auch nicht. Hand absägen ja, killen aber nein. Der größte Gag ist, dass du deine Hand jetzt wieder aufheben kannst und mitnehmen kannst. Es ist im Endeffekt egal, ob du die Hand aufhebst und mitnimmst oder nicht. Angetackert wird sie dir sowieso wieder. Und das spoilere ich jetzt einfach mal. Weil man fragt sich im ersten Moment natürlich, hä? Wie soll denn das jetzt laufen? Habe ich jetzt die ganze Zeit immer nur eine Hand frei? Oder wie? Oder wie oder was? Warte mal, ich werde mal hier, wo wir schon mal wieder da sind, nochmal speichern. Denn das kann ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal spoilern. Ich werde jetzt noch zocken, bis wir aus dem Haus raus sind. Und dann werde ich einen neuen Part anfangen. Aber gut. Sammeln wir mal ganz schnell noch ein paar Sachen ein. Mal ein bisschen heilen. Und hier, da steht die Puppe, von der ich gesprochen habe vorhin. Oder im letzten Part war das, glaube ich, schon. Andere Sachen gibt es, glaube ich, hier nicht. Munition ist extrem wichtig. Alles Mögliche einsammeln. Komm, Kiste kaputt machen. Und irgendwie ist mir gerade so... Ja, genau. Etwas vergessen. Das Wichtigste. Hauptsache, ich sammle Munition ein. Habe aber keine Waffe. Lag die nicht hier? Doch, da ist er. Ich habe mich schon gewundert, wo kriege ich eigentlich nochmal die Waffe her, dachte ich gerade so. So, vollgeladen ist er auch. Und dann gehen wir einfach mal zum Zwischenboss. Aber war nicht hier auch noch irgendwas? Ja, genau. Und in dem Raum konntest du in der Demo irgendwie eine Münze abkassieren, von der man lange nicht wusste, was sie bringt. Ist leider auch keine mega krass spezielle Münze. Ist, glaube ich, einfach nur eine von vielen. Und richtig krass relevant ist sie nicht, soweit ich weiß. Kann natürlich sein, dass sie ein bisschen was verändert hat, aber... Jetzt da runtergejumpt und greift mich richtig hart an. Du hast mich immer angeschaut. Einfach mal nachladen. Okay, das mit dem Nachladen dauert echt lange. Okay, komm her.
Komm schon. Okay, lad nach, lad nach, lad nach. Ja. Süße, jetzt geht gerade nicht. Komm, Spiel herum machen. Wenn du wieder hot bist. Ah, nein, fuck, 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 weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, nachladen. Meine Güte. Die ist richtig hart. Ah, Zauber! Ah, scheiße. Scheiße. Kann ich hier weg? Nein, nein, nein. Oh, oh Mist. Okay, das habe ich verbockt. Aber ich habe auch unterschätzt, wie langsam ich bin und wie schnell sie ist. Der Anfang war nicht verkehrt, aber dann ist das Problem gewesen, wenn sie auf dich zuläuft, dann wackelt sie immer so mit dem Kopf hin und her. Und dann verfehlt man sie ziemlich schnell. Ja, bekämpfen wir. Auf den Gedanken bin ich auch gekommen, dass ich sie platt machen muss. Jetzt können wir alles einsacken hier. Ja, schöne Waffe. Ich meine, der Checkpoint könnte auch ein bisschen besser gesetzt werden, sag ich mal. Gib mal alles her, was du hier so hast. So, dann können wir die Kisten auch in Ruhe lassen, weil 32 Schuss waren es vorhin, glaube ich, auch. Digga, sie geht mir richtig hart auf den Sack. Nein, fuck. Fuck you. Wie sie einfach mega am Rumnerven ist. Komm schon. Oh, der läuft auch so schwammig. Sie zählen auf mich. Alle zählen auf mich. Alle. Ja, ja, das können sie ja gerne machen. Trotzdem wäre es cool, wenn du mich mal in Ruhe lassen würdest. Oh nein! Wie ich diesen Move einfach hasse von ihr. Wenn sie denn auf einmal, sie ist so schnell. Wieso ist sie so schnell? Da. Dann kommt sie schon wieder angelaufen. Du willst dich gerade fucking umdrehen? Ich bin schon wieder tot. Meine Güte, noch eine Runde. Das ist immer so. Ich weiß nicht, erstmal läuft er nicht richtig. Irgendwie ist das mega, du musst den Stick durchdrücken und so, klar. Aber mega schwammig, wie er so rumstaxelt hier. Okay, ja, Digga, ich verstehe dich. Okay. Du hast eine Hand weniger, klar. Hat schon krassen Impact, wenn man so rumlaufen muss, aber irgendwie so richtig drehst du dich um und dann ist sie auf einmal schon am Sprinten. Ich werde es jetzt mal anders probieren, ich werde sie jetzt einfach die ganze Zeit bombardieren mit irgendwelchen Schüssen. Das interessiert sie einfach null. Ich muss das tun. Aua. Wo bist du? Da. Oh nein, lad doch nach. Ich hab gedacht, du hast schon. Achtzehn Schuss. Ich vergesse das eine Magazin einzusammeln. Nein. Ja. Lad nach, Bitch. Fuck you. Nein, ey. Aber, dankeschön. Er hat immer noch nicht nachgeladen. Das ist zum Kotzen. So, diese Nachladanimation geht mir mega auf. Bitte. So, komm schon. Das gibt's nicht. Ich schieß genau auf sie und er schafft es genau an mir vorbeizuschießen. Ich bin schon wieder tot. Noch eine Runde. Oh Mann, vielleicht hätte ich mich vorher nochmal warm spielen sollen. Ich bin schon wieder down. Ja gut, die Runde war sowieso verkorkst, weil ich die Munition nicht eingesammelt habe. Und irgendwie ist das mit dem auf sie schießen auch nicht so... nicht so geil. Die zappelt so rum, dass ich immer links, rechts dran vorbeischieße. Okay, gut.
Ja, alles einsammeln. Nochmal hier so. Hier durch. Hier durch. Einsammeln. Hier lang. Weißt du, ich spiele auch nur auf normal. Ich weiß gar nicht, ich habe das auch schon auf schwer durchgezockt, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ist die Rache dafür, dass ich so lange nicht gezockt habe. Ey, wie schnell sie auf dich zugelaufen kommt. Ja, wieder aufstehen, Homeboy. Nachladen. Ich bin verantwortlich. Wie kann man nur so oft vorbeischießen? Lauf! Lauf, Bitch! Komm schon! Lad nach! Ey! Sie zählen auf mich! Wieso kannst du so schnell laufen und ich nicht? Verloren. Boah. Auf einmal geht's denn doch so peasy, weißt? Meine Fresse, ey. Ich hab ihr doch beim ersten Mal schon so oft in den Kopf geschossen. Warum ist es denn da nicht passiert? Meine Güte. Geh doch. Gib's zu, ich wollte nur den Part strecken. Ah, Mann, ey. So ein Gedödel. Willkommen in der Familie, Junge. Es geht ab. Ah. Okay, das ist auch ein bisschen random, wie er immer kommt. Du musst vorher noch ein bisschen rumlaufen. Dann taucht der Typ auf einmal auf und tritt dir ins Gesicht. Aua, da war der Daddy. Sie hat uns nur hingehalten, bis der Daddy endlich da war. Die Frage, wo war der eigentlich die ganze Zeit? Wahrscheinlich auch noch am Rumlaufen irgendwo. Das ist auch ganz cool, ne? Jetzt hast du sozusagen das Tutorial fertig gespielt. Jetzt zieht er dich erstmal ins richtige Spiel rein. Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. So, und da ist es mit der Hand. Erstmal fest, Tacker in die Hand. Dann ist alles okay. Wenn die Hand wieder dran ist, ist alles gut. Aber gut, an dieser Stelle werde ich mich verabschieden und dann hoffe ich, seid ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.